Mein Name ist Sarah, ich bin Ehrenamtsleitung der Johanniter Unfallhilfe. Wir sind hier im Ortsverband Salzgitter. Wir haben verschiedene Gruppen, einmal die Funk- und Führungsgruppe, die Logistik- und Technikgruppe und die Motorradstaffel. Heute trainieren wir ein Übungsszenario mit einer Vermisstensuche im Waldstück. Wir verladen auf den Wechselladercontainer einen kompletten Behandlungsplatz mit Hilfe des Teleskopladers und vor Ort werden wir diesen abladen und mit Hilfe des UTVs wird dann die Person gesucht. Heute hier in dieser Übung werden wir ganz gezielt zur Suche nach der vermissten Person eingesetzt. Und wir können einfach den Vorteil der Motorräder nutzen, dass wir mit leichterem Gerät unterwegs sind, die Waldwege befahren können. Also im Wald, da haben wir mehrere Möglichkeiten, Personen zu suchen und zu finden. Einmal haben wir die Kratz, unser UTV und die klassische Menschenkette, wo wir Helfer Seite an Seite durch den Wald streifen. Das ist ein Bundesfahrzeug, das kann autark betrieben werden, braucht keine weitere Ausrüstung. In diesem Zelt haben wir 5 Behandlungsplätze, wo wir 3 Schwerstverletzte versorgen können. Beispiel Herzstillstand, offene Wunden, offener Bauch und dann halt 2 mittelschwere Verletzungen. Was wir heute geübt haben, ist ein sehr realer Einsatz, dass wir halt Wälder durchkämmen und halt Verletzte aufnehmen. Die Übung ist hiermit beendet. Vielen lieben Dank, dass ihr zahlreich erschienen seid. Die Übung an sich ist richtig gut gelaufen. Wir haben die vermisste Person finden können. Wir machen jetzt einmal die Einsatznachbesprechung, dass ihr sagt, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist. Motorradfahren macht irre Spaß und dabei noch helfen zu können, ist einfach nur genial. Das Tolle bei uns im Ehrenamt, um mitzumachen, braucht man überhaupt gar nicht viel. Man lernt das Ganze bei uns, man muss einfach nur die Motivation haben. Egal, was du kannst helfen.